Tag. Guten Tag. Ich bin Rutherford. Mary Lou. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Meine Schwester lässt sich bei Ihnen entschuldigen, lässt sie sich? Ja, selbstverständlich. Ich bin ihr nicht böse. Sie hatte den Einfall, sich jetzt die Haare zu waschen. Aha. Es ist merkwürdig. Sie wäscht sich zu den unmöglichsten Zeiten die Haare. Ja, ja, wir Frauen sind nun mal so. Ja. Wir Mädchen, wollte ich sagen. Oh. Ja. Wissen Sie, manchmal stehe ich mitten in der Nacht auf und wasche mir die Haare. Ja. Das ist aber lustig. Ja. Ich wasche mir aber nicht jede Nacht die Haare. Meine Schwester hat mir erzählt, Sie interessieren sich für Zoologie. Oh ja, das ist mein Steckenpferd. Ach, fein. Ja. Ungewöhnlich, dass sich eine Frau für Zoologie interessiert. Oh, die Zoologie ist mein Lebensinhalt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was mein Lebensinhalt ist, auch Ihr Lebensinhalt ist. Nein, nein, das vermutlich nicht. Was ist Ihr Spezialgebiet? Mein... Spezialgebiet. Ich meine, oh. Welcher Spezies der Tiere gilt Ihr besonderes Interesse? Oh, alle, alle Tiere liebe ich. Von den allergrößten bis zu den Kribbelkrabbeltierchen. Ich finde sie alle reizend hier. Hm. Wirklich? Meinen Sie nicht, dass Ihr Interessengebiet etwas zu umfangreich ist? Nein. Für eine Frau vielleicht, aber nicht für einen Mann. Ja. Ihr Fachwissen muss ja ungeheuer sein. Oh. Ich versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Auf welchem speziellen Gebiet liegt Ihr Interesse? In der Zoologie, meine ich. Oh, wissen Sie, es fällt mir schwer, das zu sagen. Mein Spezialgebiet ist mit Ihrem nicht zu vergleichen, aber die einzige Leidenschaft, die mich mein Leben lang in Bann halten wird, gilt den Coleopteren. Den Coleopteren? Ja, interessieren Sie sich auch für die Coleopteren? Nein. Ich meine natürlich, ja. Ich denke, ich mutmaße, dass Sie von allen Tieren die besten Städte bauen. Städte? Ach so, dumm. Ich habe angenommen, Sie reden von Ameisen. Ich habe damit nicht zum Ausdruck bringen wollen, dass die Coleopteren Städte bauen. Oh, Sie wissen ja, dass die Coleopteren... Mein bevorzugter Stamm bei den Coleopteren ist, das möchte ich betonen... Erzählen Sie noch mehr von dem Stamm, den Sie bevorzugen. Mehr? Mein Lieblingsstamm bei den Coleopteren sind die Coleopteren. Sie können mir sicher folgen. Wenn nicht, dann sagen Sie es bitte. Die Coleopteren, die hatten doch, das war ja das Wunderbare. Obwohl die Kerlchen nur so winzig sind, sind sie, und das ist bei dieser Form das Ungewöhnliche. Ja, ja, Sie müssten sich mal selbst einhalten. Das Schönste an Ihnen ist ja die Farbe. Also die Coleopteren für mein Empfinden, wenn Sie sich gerade, und das ist ja das Besondere an Ihnen. Genau genommen. So viel steht fest, dass die Coleopteren für mich die besten Studienobjekte, weil sie so winzig sind. Können Sie mir überhaupt folgen? Ich hoffe. Von unten sehen sie am hübschesten aus. Und bedenken Sie die vielen Arten der Coleopteren. Das ist ja ein unüberschaubares Gebiet. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich wahrscheinlich... Ach, du lieber Himmel, jetzt haben wir uns tatsächlich völlig verplaudert. Ja, Sie müssen mich entschuldigen. Müssen Sie gehen? Oh, verzeihen Sie bitte, es tut mir schrecklich leid. Ich hatte nicht bemerkt, dass die Zeit rund um die Uhr wie im Fluge enteilt ist. Allwöchentlich besuche ich an diesem Nachmittag das Museum für Naturwissenschaften. Es hat mich aufrichtig gefreut, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, Mary Lou. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh, übrigens, hätten Sie Lust mitzukommen? Danke. Mit dem größten Vergnügen, aber es wäre ungezogen, Ihre Schwester allein zu lassen. Ich bitte Sie, Mary Lou, sie ist mit Haarewaschen beschäftigt. Es wäre bestimmt viel ungezogener von mir, wenn ich Sie hier allein sitzen lassen würde. Wenn es so ist, dann komme ich wirklich sehr gern mit. Das finde ich fabelhaft. Oh, einen Augenblick noch. Was? Ich habe eine wunderbare Idee. Ich habe da einen alten Freund. Im Grunde ist er nicht mein Freund, man könnte ihn fast meinen Feind nennen. Wie dem auch sei, er hat eine prachtvolle Sammlung von Coleopteren in seiner Wohnung. Entschuldigen Sie die Frage, warum ist der Mann, den Sie besuchen wollen, Ihr Feind? Ja, weil er ist eben ein Mann und er verhält sich auch so, Sie wissen schon. Ich bin auch ein Mann. Naja, aber Sie verhalten sich nicht wie ein Mann. Danke.
Und wie gesagt, der hat diese wunderbare Sammlung. Ich könnte ihn von hier aus anrufen. Wenn Sie mich begleiten, dann wird er sich keine Annäherungsversuche erlauben. Das ist ja eine fabelhafte, wirklich eine fabelhafte Idee. Während Sie Ihren Feind anrufen, gehe ich zu meiner Schwester und sage ihr, dass wir weggehen. Einverstanden? Gut. Er kann wegen seiner Lepidoptera nicht aus dem Haus. Ach, so ein Zufall. Als Kind habe ich auch daran gelitten. Aber ich bitte Sie, das sind doch Schmetterlinge, das wissen Sie doch. Sehen Sie, so bin ich nun mal. Immer zu Scherzen aufgelegt.